Liebe Promis, die nächste Einzel-Challenge startet in Kürze. Geil! Zieht euch Badekleidung an und macht euch bereit zur Abfahrt. Heute geht es um Ausdauer und Fokus. Packt eure Taschen und nehmt sie mit. Der Verlierer kehrt nicht ins Camp zurück. Yes! Natürlich habe ich Bock drauf. Ich glaube auch, dass ich das auf jeden Fall meistern kann. Die Rambos sind ja auch dabei, aber ich bin einfach stärker. Ich habe richtig Lust auf die Challenge, auf jeden Fall. Ich werde alles geben, mal gucken, was es ist. Ja, ich bin guter Dinge, wird gut. Ernesto, hast du gehört? Ja. Also was die jetzige Challenge angeht, denke ich, ich besitze alles davon. Es geht um Ausdauer und ich denke, das habe ich. Wenn Vollgas bei der Challenge benötigt wird, gebe ich Vollgas. Wenn Fingerspitzengefühl gefordert ist, dann werde ich versuchen, Fingerspitzengefühl einzubauen. Jetzt kommt gleich die Prüfung. Einer fliegt automatisch raus. Alter, wie krass ist das denn? Derjenige darf echt dann danach einfach schon gehen. Wie geil. Ich werde bleiben, ich bin mir sicher. Ich gebe Vollgas. Nach der Challenge können immerhin noch 4 Promis aufs Finale hoffen. Für manche ein Anlass zum Optimismus. Ich habe komisch das Gefühl, dass ich wieder zurückkommen muss. Dass das Packen umsonst war. Mitsamt gepackter Sachen werden unsere Promis zur Challenge kutschiert. Sie wissen nicht, was sie erwartet, nur dass sich ihre unvergleichliche Schlammschlachtenerprobtheit als nützlich erweisen könnte. Ich bin gespannt, was es sein wird. Im Wasser komme ich gut klar und Ausdauer sollte gehen. Ja, habe ich bis jetzt immer eigentlich gut bewiesen. So, ich würde sagen, die Finalistin darf gerne vorlesen. Okay, hört ihr zu? Ja. Liebe Promis, ihr spielt heute Schlammball. Beim Schlammball hat jeder Kandidat eine Tonne vor sich. Darauf steht eine Dosenpyramide, die es umzuwerfen gilt. Für jeden Treffer gibt es einen Punkt, egal wie viele Dosen dabei getroffen werden. Abräumen ist nicht nötig. Bei 7 Treffern gilt die Challenge als bestanden. Wer zuletzt übrig bleibt, scheidet aus. Beim Ertönen des Startsignals geht es los. Dann heißt es, lauft zum Bällebad und schnappt euch einen Ball. Nach jedem Wurf muss ein neuer Ball geholt werden. Cooles Spiel. Dosenwerfen kennt man von der Kirmes. Natürlich will ich gewinnen. Und deswegen werde ich alles geben, um dieses Ding zu rocken. Finalistin Carina darf zuschauen. Ich versuche heute, als Gewinner rauszugehen. Viel Erfolg euch. Jetzt geht es natürlich mittlerweile ums Eingemachte. Wir müssen nur mal kämpfen. Und ich glaube, da ist jeder dazu bereit. Wer bleibt cool und behält sowohl die Nerven als auch die Chancen aufs Finale? Und wer streicht kurz vor Schluss die Segel? Durch den Schlamm zu warten ist zwar anstrengend und erfordert Kondition, doch noch wichtiger ist Ruhe und Gelassenheit. Denn es geht ja ums Treffen, nicht ums Rennen. Meine Taktik ist zu treffen. Ganz easy. Ja, wahnsinnig gute Taktik, Ernesto. Sieht aber so aus, als wärst du mit dieser Strategie nicht alleine. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Dadurch, dass man die ganze Zeit über den Schlamm rennt, lockert der auf und dann sickert man komplett ein. Inzwischen haben alle Promis mindestens einmal getroffen, bis auf Elena. Ich mach einfach und probiere irgendwie die Dosen zu berühren, zu treffen, keine Ahnung. Das hat sich inzwischen als leichter gesagt als getan erwiesen. Ich habe geworfen, als hätte ich einen Knick in der Optik. Ich weiß nicht, wo ich ihn geworfen habe, aber auf jeden Fall nicht auf meine Dosen. Man muss mit einem Fuß im Reifen stehen. Desto weiter drin ich im Reifen war, desto schwieriger war es zu zielen. Fuck off! Der Challenge hat mir richtig Spaß gemacht. Dosen werfen ist voll mein. Ernesto zeigt, man muss nicht schnell sein, man muss nur treffen. Also ich fand, die größte Herausforderung war das Hin- und Herrennen zwischen Reifen und diesem Becken, wo die Bälle drin sind. Aber so langsam haben unsere Promis den Dreh raus und die Dosen fallen und fallen. Und trotz des gnadenlosen Kampfs um die Chance aufs Finale bleibt bei dem ein oder anderen Zeit für ein kleines bisschen Nostalgie. Kommt zurück in seine Kindheit, sich gegenseitig zu bespritzen, zu beschmieren. Scheiß drauf. Scheißspiel, also richtiges Scheißspiel.
In Reality-Shows ist man ja eigentlich andere Schlammschlachten gewöhnt. Aber diese ist doch eine zum nach hinten lehnen und genießen. Also ich habe gemerkt, dass es viel eher darauf ankommt, dass du dich konzentrierst und versuchst wirklich zu treffen. Ich hatte dann auch einen kurzzeitigen, sehr guten Lauf. Ja, wirklich versuchen zu treffen. Wer hätte gedacht, dass das bei dieser Challenge hilfreich sein könnte? Wie dem auch sei, Ernesto und C-Max nähern sich den Siegentreffern. Ich konzentriere mich nur auf Konserven. Ich war auch sehr langsam, weil ich wusste, eine ruhige Hand und komplett entspannt. Ja, ich war als Erster fertig und tatsächlich gibt es Sachen, die ich kann. Das habe ich heute wieder erfahren. Sehr gut, Ernesto. Ernesto darf sich zu Carina gesellen und von draußen dabei zusehen, wie die Jungs eine Dose nach der anderen treffen. Nur bei Elena wird es noch immer nicht so recht funktionieren. Komm, Elena! Komm, Elena, weiter! Ernesto war als Erster fertig, ich als Zweites. Deswegen habe ich mich echt gefreut über die Challenge. Ja! Wie du aussiehst. Der gnadenlose Morast zehrt an den Kräften. Wer hätte gedacht, dass Dosenwerfen so anstrengend sein kann? Endlich! Es ist nun mal gut gegangen. Bin, glaube ich, Dritter ins Finale eingezogen. Und das ist okay für mich. Ja. Ich freue mich schon sehr, aber nicht jetzt so, dass ich völlig ausflippe. Komm, Elena, gib nicht auf. Ich hab kein Wort auf diese Scheiße. Weiter, komm. Ja, nachdem Kelvin weg ist als eine Bezugsperson von mir, wäre es jetzt natürlich umso schlimmer, wenn noch Bezugspersonen von mir hier gehen. So. Komm, den triffst du. Konzentrier dich. Ja. Elena, weiter, komm. Weiter, komm. Die Unterstützung von den Rängen hilft. Aber Daniele braucht nur noch einen Treffer. Ich wollte es dann unbedingt schaffen, auch wenn ich der Letzte war, der es geschafft hat. Aber die Letzten werden die Ersten sein. Für Elena bedeutet das gleichzeitig, sie muss das Camp verlassen. Ich bin mega enttäuscht, dass Elena nicht mit dabei ist, weil ja, sie ist so eine Herzensgute. Ey, gewinnt das Ding, ja? Ja. Holt das. Holt das, unbedingt zu viert. Wir rocken das. Hä? Morgen alles geben. Versprochen, wir werden alles machen. Elena ist rausgeflogen, ich finde das sehr traurig. Eine sehr, sehr tolle Frau, tolle Mama. Also ich habe einfach, ich finde keine Worte. Zeig es dann Elena und gewinn morgen. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass Elena sich safe, weil wir haben das Ganze ja eigentlich zusammen begonnen und fast auch zusammen zu Ende gebracht. Und ja, deswegen wird sie einfach in meinem Herzen sein. Wie macht das alle hier? Mir geht's gut, ich fahre morgen nach Hause. Ja, ich bin glücklich. Aber es tut auch weh, jetzt zu gehen, so kurz vor dem Ziel. Aber kann man nicht ändern. Okay, komm. Wir sehen uns wieder, okay? Okay, und dann holen wir diese letzte Tag. Okay. Ich gönn's wirklich jedem, der hier jetzt weitergekommen ist. Alle haben sich ja bemüht, aber Elena hätte es einfach am meisten gegönnt. Also es war auf jeden Fall sehr anstrengend, diese Zeit hier. Man hat viel neue Sachen gelernt und ich habe natürlich eine Entwicklung gemacht. Das ist die Zeit mit deiner Tochter. Ja, mach ich. Ich kann stolz auf mich sein und das weiß ich auch. Egal, was jetzt alle anderen über mich sagen. Elena. Tschüss. Ciao! Ich möchte, dass die Öffentlichkeit sieht, dass es auch eine andere Seite von mir gibt. Statt Wut sehen wir Verletzlichkeit. Nein, nein, nein. Du zeigst dich hier von einer ganz anderen Seite. Und das ist toll. Danke. Ja.
Das kostet viel, viel mehr Mut als jede Art Aggression, oder Beschimpfung oder Beleidigung. Ich hab so mit dir geheult, ich schwöre. Elena ist eine so tolle Frau. Du hast so viel Stärke, du weißt es noch nicht. Die ist zwar impulsiv und hat ihren Temperament, aber ich glaube, vor allem auch hier in den letzten Tagen hat man gesehen, dass sie eine tolle und einzigartige Mutter ist. Cariño. Hola, mi vida. Mami va a venir con Ailén. Te quiero. Te quiero mucho. Adiós. Das war das, was ich am meisten vermisst habe und I'm coming home, I'm coming home. Ich darf wieder auspacken, ja. Ist okay, nur einen Tag schaffen wir. Home.